Durchschnitt anheben. Kennst du das? Ständig beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir Spitzenleistung erzielen? Höher, schneller, weiter. Woher kommt dieses ständige Streben nach Ehrgeiz? Es ist ein Relikt aus uralter Zeit, wo wir noch keuleschwingend hinter Mammuts herliefen, um unser Überleben zu sichern. Dort musste man zu den Besten gehören. Heutzutage ist es viel besser und wichtiger, seine durchschnittliche Leistung ständig und dauerhaft anzuheben und so einen größeren langfristigen, nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Wie uns das gelingt? Finde mehr über dich heraus, indem du dich beobachtest, das aufschreibst und das notierst, was du erlebst, in deinem Trainingtagebuch. Somit schaffst du ein Fundament, auf dem du schrittweise aufbauen kannst. Du baust dir ein Wissenskapital, was sich mit Zins und Zinseszins auszahlen wird, und so wirst du den Märkten täglich widerstehen können, wieder trotzen können und erfolgreich sein. Mein Tipp für ein persönliches Trainingtagebuch mit einem regelmäßigen Daily Checkup. Ein Auszug aus meinem Trainingtagebuch habe ich auf meiner Webseite für dich hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video auf ein Espresso.